Hallo, herzlich willkommen zurück bei All Blue Review. Heute wieder mit unseren Gesichtern. Das letzte Video, was wir aufgenommen haben, ging ein bisschen schief. Die Kamera wollte nicht aufnehmen. So, aber heute seht ihr mal unsere Fratzen zwischendurch wieder. Wir sitzen wieder zusammen und denken heute drüber nach, was kann passieren nach dem Break, wenn Oda wieder fit ist und wenn die nächsten Kapitel an Mangas wieder rauskommen. Da gehen wir jetzt einfach nacheinander mal durch, was wir vermuten. Wir machen es auch relativ schnell, weil das ist sehr, wir haben sehr, sehr viel aufgeschrieben. Wir hauen jetzt hier alle Punkte raus, die wir denken, was passieren wird. Und dann könnt ihr mal uns dazu ein Feedback geben, was ihr denkt und was ihr glaubt, was auch so passieren wird, wie wir das vermuten. Ja. Gleich jetzt los nach dem Intro. Vergesst nicht, uns einen Daumen zu geben und zu folgen, denn das würde uns mega weiterhelfen. Bis dahin. So Leute, jetzt sind wir wieder da und ich würde sagen, ich fange direkt mal an, was ich denke persönlich, was passiert. Und zwar, ich denke, es geht jetzt erstmal weiter mit Egghead. Hatten wir jetzt ewig nichts mehr von Ruffy, der Crew, allgemein dem Arc. Und ich bin mir sicher, wir haben in einem Chapter gesehen, dass Blackbeards Schiff, das wurde kurz gezeigt. Und ich sag einfach mal, es ist nicht Blackbeard drauf. Ich denke eher, dass jemand anders drauf ist. Ich vermute, dass es vielleicht Law wieder ist, der jetzt da ankommt, was sein kann. Natürlich nicht. Ich bin mir nämlich sicher, ob Law weiß, dass Ruffy gerade auf Egghead ist. Vielleicht wieder nur Zufall, bla bla bla. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass es Blackbeard ist. 100% nicht. Wir wissen nämlich, dass vor auch nicht so allzu langer Zeit Garp versus Aokiji gekämpft hat. Da wissen wir leider noch nicht, wie es ausging. Die beiden haben gekämpft und ich kann mir vorstellen, dass natürlich beide mit Schäden davongekommen sind. Und ich kann mir nicht denken, dass jetzt Blackbeard direkt Richtung Egghead ist. Vor allen Dingen, wenn er auf Ruffy trifft, wird es wahrscheinlich zu einem Kampf kommen oder auf einem Zusammenstoß. Und das kann jetzt noch nicht passieren. Es kann jetzt noch nicht kein kompletter Kampf passieren. Das geht nicht. Es würde für mich keinen Sinn machen, dass es jetzt ein All-Out-Ding wird. Blackbeard wird bis zum Ende noch erstmal bleiben. Da wird noch was Krasses passieren. Und ich vermute, dass auf dem Schiff einfach jemand anders drauf ist. Und ja, das ist jetzt sozusagen mein Blick davon, was passieren wird. Und auch noch ein Punkt, was ich denke, was passiert. Jetzt gerade aktuell, wir wissen ja, dass York bei Vegapunk ist und zu ihm sozusagen wirklich klar gemacht hat, du musst gehen, es kann nur einen geben. Und ich kann mir vorstellen, dass wenn dann York Vegapunk erstmal einen krassen Hit gibt, also ihn vielleicht mit der erstmal Schaden gibt. Ich bin mir nämlich sicher persönlich, dass Vegapunk den Arc nicht überleben wird. Warum? Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass Vegapunk bis zum Ende bleibt. Ich habe eher das Gefühl, es würde einen größeren Einfluss auf die Story machen, wenn er jetzt abkratzt. Das würde für mich einfach mehr Sinn ergeben. Ist halt einfach so, er ist auch schon alt. Ich kann mir vorstellen, dass York vielleicht ihm einen Treffer verpasst, aber er vielleicht von ihr stirbt oder vielleicht irgendwie noch anders. Ich kann mir nämlich nicht vorstellen, dass er heil daraus kommt sozusagen, würde ich persönlich jetzt sagen, klar, da spielen noch ein paar andere Faktoren mit, zum Beispiel ist jetzt, wer gerade auf dem Weg von den Strohhüten ist, ja, wir werden es sehen. Okay, bei einer Sache waren wir schon ziemlich sicher, Egghead Island wird jetzt wieder ein Thema spielen, wir haben das Ende von Egghead gesehen, wir haben angeteasert bekommen von Oda, jetzt kommt das Incident, was die Welt verändern wird, jetzt wird was passieren, was die Welt erschüttert. Es muss so dermaßen krass sein und deswegen kann man jetzt in meinen Augen davon ausgehen, dass wirklich Dinge passieren, wo wir zuerst sagen würden, okay, wird niemals kommen so schnell, aber ja, ich glaube, Oda fackelt jetzt nicht mehr lang oder baut jetzt nichts mehr auf oder möchte jetzt Sachen clashen sehen, der hat lang genug aufgebaut, über 20 Jahre, also jetzt kommen Dinge, ich zum Beispiel, ich glaube, Blackbeard ist auf dem Schiff. Wir haben Blackbeard kämpfen sehen gegen Law, er hat ihn besiegt. Er wusste nicht, was er damit machen soll mit seiner Frucht und er hat seinen Teleportationsmeister dabei und ich glaube, dass er in der Lage ist, relativ schnell jetzt von dort rüberzukommen.
der ist nicht dumm, der weiß Bescheid, wir wissen, das Schiff ist da, das heißt, er hat so oder so gewusst, was da abgehen wird in Egghead und ist dort auf dem Weg dorthin. Warum, wissen wir noch nicht. Was genau hat es sich da versprochen? Wollte er Vegapunk? Wollte er eine Waffe? Wollte er sonst irgendwas? Warum kommt er ausgerechnet zu diesem Zeitpunkt? Ich glaube, er hat mehr Informationen und wusste tatsächlich ganz genau, dass die Strohhüte dort auf dem Weg sind. Und vielleicht will er wirklich Strohhut ans Leder. Also das ist eine Sache, da bin ich mir nicht ganz sicher, was er davon will. Aber ich glaube, er ist da. Dann glaube ich auch, Blackbeard wird wahrscheinlich dort dadurch so eine große Rolle spielen und wird dort wahrscheinlich einen der Admiräle töten. Ich tippe auf Kizaru. Klingt voll verrückt, ich weiß. Kizaru haben wir noch nie komplett all-out spielen, also kämpfen lassen. Der hat noch immer nur gespielt mit den Leuten. Er hat ein bisschen mal was gezeigt, aber er ist noch nie wirklich richtig ernst gemacht. Außer gegen Rayleigh. Und Rayleigh hat ihm mal echt die Stirn geboten. Wenn Blackbeard aufkommt mit seiner Dunkelfrucht, die Lichtfrucht auslöscht. Uah! Und was wäre, wenn er sich die Lichtfrucht auch noch schnappt und dann beide Dunkel- und Lichtfrucht hat? Meine Fresse. Das wäre zu krass. Und es muss ja was passieren, was die Welt erschüttert. Wenn Blackbeard dort auftaucht und einen Admiral einmal tötet, und dann kommen wir zu der zweiten Sache, die ich glaube, was dort passieren wird. Ich glaube auch, Saturn wird sterben. Warum denke ich das? Ich glaube, die Revolutionsarmee macht jetzt endlich einen Move und Dragon kommt auch. Warum? Vegapunk hat am Anfang noch Dragon persönlich anrufen lassen über den Daft Punk-Typ. Wie heißt der nochmal? Es ist schon wieder so lange her mit Egghead. Ich weiß schon wieder die ganzen Namen nicht mehr. Shaka. Genau. Über Shaka hat er ihn anrufen lassen und hat Dragon gesagt, ich glaube, ich werde bald sterben. Als gute alte Freunde wird Dragon den Move jetzt machen. Wenn er diese Information hat, wird er nicht einfach sitzen bleiben und sagen, niemals. Sorry, Bro, tut mir leid für dich, der kommt. Er wird kommen, er wird seine Offiziere mitbringen. Und wenn die sich schon anlegen, die Weltregierung ist deren Feind Nummer 1, dann wird Dragon gegen Saturn clashen. Und wir wissen, dass Saturn jetzt eine Teufelsfrucht hat und dass er gefährlich ist. Und dann wird es wirklich interessant zu sehen, was kann Dragon. Und ich glaube auch, dass dieser Tumult von Blackbeard-Piraten und Revolutionsarmee, das wird die Chance ergeben, dass die Strohhüte abhauen können, unversehrt und wahrscheinlich mit Vegapunk. Denn ich glaube, Vegapunk wird jetzt nicht sterben. Ich glaube, dass er tatsächlich da rausgeholt wird. Aber das sind so zum Beispiel die übelst zwei krassen Incidents, die, denke ich mal, dort passieren werden. Kommen wir zu deinen weiteren Punkten. Ja, wie gesagt, was ich vorhin schon erwähnt habe, oder wie wir auch wissen, sind ja ein paar Strohhüte jetzt auch auf dem Weg, dort wo Vegapunk jetzt ist im Keller, und ich glaube, das ist jetzt, Robin ist dabei und ich bin mir sicher, da war noch jemand dabei, oder? Ich glaube nicht, dass sie alleine geht. Wir waren in einem Team von Robin, ich glaube, da war noch Frankie und es war, lass mich lügen, ach, es war einer noch von den, ja genau, dieser kleine Dude. Es war so ein etwas kleiner, einer von diesen Vegapunks war dabei. Ja, von Vegapunks, ja. Der hat dann noch gesagt, ja, ich glaube, ich weiß doch, wo sie sein könnten. Richtig. Und dass sie dann vielleicht auch noch dazwischen kommen. Man weiß, was man auch nicht vergessen darf, ist, dass ja auch Bonnie in diese Erinnerungskugel irgendwie reingefasst hat oder so und dann ja von Kumas Erinnerungen was mitbekommen hat. Und wie wir wissen, ist... Ja, Leute, wie man auch weiß, hat Bonnie in diese Erinnerungskugel reingefasst von Kuma. Und wir wissen ja auch, dass sie einen Hasskicker gegen Vegapunk geschoben hat oder noch hat, weil Kuma sozusagen operiert hat, damit er ja wirklich keine Erinnerungen mehr hat. Und ich kann mir vorstellen, dass Bonnie wirklich jetzt vielleicht was gesehen hat. Und was man im Manga gesehen hat, kann man vermuten, dass Kuma wahrscheinlich auch mal ein Sklave war von den Himmelsdrachen. Genau, das war auf jeden Fall, ja. Das ist 100% so. Und wo halt ist die Frage? Ja, und warum? Und ich denke mal, da wird man auch noch was sehen. Aber ich kann mir halt vorstellen, dass Kuma damals zu Vegapunk gegangen ist und gefragt hat, ja bitte lösche meine Erinnerungen da weg. Ich will das alles vergessen und deswegen hat er das halt einfach getan.
Und vielleicht hat Bonnie das jetzt einfach mitbekommen und dann gesehen, okay, gibt vielleicht einen Grund, Vegapunk ist ja eigentlich nicht schuld. Und dass sie vielleicht dann auch noch dazwischen geht, jetzt gerade mit York und Vegapunk oder vielleicht auch später im Verlauf. Vielleicht wird Vegapunk ja noch irgendwie durch Saturn oder so bedroht und dann kommt sie. Werden wir dann sehen, ist wahrscheinlich auch, also ist eine Vermutung von mir, dass es auf jeden Fall so sein wird. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie Vegapunk jetzt immer noch so hasst. Kann ich mir nicht vorstellen, eigentlich. Ein kleiner Einwurf zum Kuma-Vorfall, weil Kuma jetzt schon wieder hochklettert und da angreift. Dieser Rückblick, den wir gesehen haben, da wurde Kuma von anderen Kindern wie Dreck behandelt, wie ein Sklave. Aber dennoch war Kuma irgendwie doch bekannt, auch unter den Himmelsdrachenmenschen. Mir ist gerade nur so ein ganz dummer Gedanke gekommen, den habe ich auch noch nirgendwo gehört. Vielleicht sagt ihr alle, das ist totaler Mumpitz. Aber was wäre, da wir jetzt wissen, dass Imo zur Nero-Familie gehört und er wahrscheinlich der Einzige seitdem war, weil dieses Königshaus ja nie wieder vertreten war. Kann es sein, dass Kuma vielleicht einer der Nachfolger ist? Dass er vielleicht zur Nero-Familie gehört hat und man deswegen auch versucht hat, die Familie immer quasi arm zu halten und rauszuhalten? War das vielleicht sein Bestreben, dass kein anderer Nachkomme jemals da reinkommt und davon erfährt, dass es ihn noch gibt? Und deswegen ist Kuma ausgerechnet dorthin unterwegs, auf die Hauptstadt. Aber was sonst will er denn da oben? Es ist nicht, weil er umprogrammiert ist und zurück möchte. Das hat man gesehen. Er hatte einen Grund, warum er da hingeht, weil er greift das ja an. Sonst würde er da hingehen und einfach wieder den Sklaven spielen wollen, weil er so programmiert wurde. Aber Vegapunk wusste was und Vegapunk hat ihn umprogrammiert. Und Vegapunk weiß wahrscheinlich mehr über Marie Jo, was da abgeht. Soweit ich ja weiß, als in der Reverie Kuma da als Sklave gezeigt wurde, war ja auch so ein kleines Feld, wo dran stand, Bartholomäus Kuma, ehemaliger König von so und so. Also er war ja mal ein König von einem Königreich. Genau, das war er definitiv, obwohl er vorher ein Sklave war. Und wie kann jemand, der ein Sklave ist oder so weit unten ist in der Hierarchie, überhaupt ein König werden? Eine andere gehasste Königsfamilie oder verbunden. Wir wissen es nicht. Genau, das war nur so ein kleiner Schwenker. So, ich habe noch einen wichtigen Punkt. Wir hatten ja diese ganzen Vorfall auf Banaru, auf der Insel von Blackbeard, der ja auch irgendwie so eine Abfolge von dem her ist, was auf Rocky Port passiert ist. Eingebundene waren dort Trafalgar Law, Corby, der Held von Rocky Port Incident. Und jetzt quasi spielt sich das ganze Ding aus, warum alle dann quasi auf Banaru sind, weil Corby von Blackbeard gefangen wurde. Und jetzt meine These dazu zu dem Kampf zwischen Aokiji und Garp. Auch wenn das Ganze quasi jetzt hochgezogen würde, Schüler gegen Meister, und da extra diese Sätze gefallen sind, so von Aokiji, zeig mir mal, wie sehr du deinen neuen Schüler liebst im Gegensatz zu mir, so. Ich weiß nicht. Das kam mir komisch vor. Warum sollte Aokiji so denken? Denn er war ein Ehrenmann. Auch zu den Strohhüten jedes Mal. Obwohl er natürlich vielleicht nicht die größten Sympathien hatte zu dem, was die Marine in der letzten Zeit gemacht hat, glaube ich kaum, dass er Garp gegenüber so kommen würde, weil er ganz genau weiß, wie Garp die Himmelsdrachenmenschen hasst und er weiß ganz genau, was Garp für ein Typ ist. Und ich glaube kaum, dass er sowas sagen würde und ihn vor die Wahl stellen würde zwischen ihm jetzt, indem er ja immer noch ein Freund sieht. Also Garp sieht immer noch einen Freund in Aokiji und versteht nicht, warum er den Blackbeard-Piraten gefolgt ist. Also ich glaube nicht, dass er ihm die Wahl überlassen würde, so hey, entweder Corby oder mich. Ich glaube, das ist nicht Aokiji. Ich glaube, das ist Katharina Devon. Die wurde bisher noch nicht gezeigt. Man weiß gerade nicht, wo ihr Aufenthaltsort ist. War, glaube ich, sie. Und noch jemand wurde nicht gezeigt, wo die beiden sind. Man hatte gesehen, nämlich, dass Aokiji zusammen mit Van Auge, waren die auf dem Schiff und haben Pudding entführt. Die waren eben noch auf Whole Cake Island. Van Auge kann teleportieren, wissen wir in der Zwischenzeit, das wusste man damals nicht. Aber Van Auge war woanders, der hatte kurz mit Blackbeard, mit Burgess
dem Schiffsarzt mit Doc Q und Lafitte hatten die Law angegriffen. Da war Aokiji aber nicht dabei. Das heißt, der muss als Leibwächter bei Pudding gewesen sein. So, also glaube ich auch kaum, dass es Aokiji sein kann, der jetzt auf der Insel ist. Weil da ist dann noch Pizarro, der Saufbold und noch jemand war das Shiryu. So, die waren auf der Insel. Und ich glaube nicht, dass sie sich so krass aufgesplittet haben. Das sind schon immer irgendwie krassere Leute miteinander unterwegs. Deswegen, Aokiji, das muss Katharina Devon sein, die sich da verwandelt. Wahrscheinlich kriegt ihr die Hucke voll von Garp jetzt. Und das nächste ist, wenn Garp jetzt Corby befreit, glaube ich, Akainu wird ihn bestrafen wollen. Akainu hat damals mit Aokiji kurzen Prozess gemacht, was eigentlich auch ungewöhnlich ist, wenn es darum geht, dass ein militärischer Vorgesetzter sagt, okay, einer von euch wird jetzt der komplette der Admiral, der Höchste. Und dann kämpfen die bis zum Tod auf einmal. Das ist schon sehr krass. Und Akainu ist, glaube ich, so der Typ, der lässt so Sachen nicht durchgehen. Der war schon mega pissed, wo er gehört hat, dass Garp weg ist und dass er nicht aufzufinden ist. Also ich glaube, wenn der jetzt mit Corby da zurückkommt, dann ist auch klar, dass Garp mit der Sword-Einheit zu tun hat, weil die Sword-Einheit ist eigentlich, selbst bei der Marine, wissen die nicht, wer dazugehört. Mit Garp wüssten sie es jetzt auf jeden Fall, dass er dann zur Sword-Einheit gehört und alle anderen auch. Also werden die wahrscheinlich ein Exempel statuieren wollen. Das heißt, fraglich, ob Garp überhaupt danach noch dabei bleiben wird oder nicht sogar rausgeht und auf eigene Faust rausgeht und vielleicht sogar die ganzen Sword-Einheiten mitnimmt. Weil da sind schon ziemlich krasse Kaliber dabei und ich glaube, dass die alle jetzt noch eine ganz, ganz gute, große Rolle spielen. Oder hätte es sich nicht schon wieder die Mühe gemacht, so viele neue Charaktere da reinzuhauen. Hier, ich weiß jetzt gerade nicht mehr die ganzen Namen, aber da war diese eine Frau mit den dunklen Haaren, der Typ mit dieser Lehmfrucht, die Hibari, die mit ihrem Scharfschützengewehr. Hibari anscheinend soll wohl die Nichte sein von Akainu. Also noch interessanter, weil sie natürlich noch eine Verwandte ist von Akainu. Wer war noch dabei? Also wenn Corby noch dabei ist, da waren noch ein paar andere Leute, die echt übelst was drauf haben. Ich glaube, die sind nicht einfach so und die werden jetzt nochmal eine ganz, ganz große Rolle spielen. Weil jetzt momentan kriegt die Marine von allen Seiten rein. Die Marine kriegt gerade rein durch die Cross Guild. Da wurde schon der erste Vizeadmiral getötet. Ja. Sie wird innerlich zerrüttet, gerade durch Garps Vorfall, weil er sich halt mal nicht der ganzen Flotte angeschlossen hat, die zu Akan Island fährt. Er ist woanders hingegangen, hat mit einem Kaiserkrieg angefangen, was die Marine auch nicht macht. Deswegen Garp ist sich bewusst, mit der Sword-Einheit wird er nicht deswegen angegriffen, weil er ist unantastbar, mehr oder weniger. Das hatte Aokiji ja erzählt. Und dann sehen wir jetzt wahrscheinlich den Downfall von Kizaru oder Saturn. Also einer von beiden wird es erwischen. Und jetzt kommen wir nochmal, oh mein Gott, ich habe den fast vergessen. Es wird noch jemand auftreffen auf Egghead Island Incident. Da bin ich ganz, ganz sicher. Das ist Green Bull. Der kommt gerade zurück von Wano Kuni und hat die ganzen Gefangenen an Bord von Kaidos Bande. Und ich könnte wetten und vielleicht sogar schwören, dass Big Mom und Kaido selber mit an Bord sind, gefangen. Klingt verrückt. Ja, die sind ja in den Vulkan gefallen, aber sind wir ehrlich, haben wir auch schon drüber geredet. Big Mom und Kaido sind nicht einfach durch den blöden Vulkan jetzt gestorben. Niemals. Das macht null Sinn. Man hat nichts gesehen und die beiden sind so hardcore, die würden da einfach rausklettern wieder. Also muss wahrscheinlich Green Bull die beiden Geschwächten dann auch mitgenommen haben. Die haben die alle da quasi jetzt festgenommen. Und wenn die jetzt auch noch da auf Egghead Island kommen, selbst wenn Big Mom und Kaido noch ein letztes Mal aufstehen und nochmal ein bisschen Rambazamba machen und dann vielleicht auch von Saturn in die Knie gezwungen werden. Aber das würde zu dem Chaos führen, dass Ruffy auf jeden Fall die Möglichkeit gibt, da rauszukommen. Weil, wie du gesagt hast, ein direkter Clash mit Blackbeard wird nicht passieren. Jetzt nicht, bin ich auch der Meinung. Aber Blackbeard ist auf dem Schiff. Der wird sich ganz genau angucken, was momentan so Phase ist. Weil er hat Law platt gemacht und Law und Kid sind mit Ruffy auf einer Stufe gewesen. Blackbeard nimmt Ruffy jetzt schon ernst als Kaiser. Ich glaube nicht, dass der ihn jetzt noch auslachen würde, sagen, hey, du bist nichts. Dass Kid natürlich gewone-hitted wurde von Shanks. Weiß nicht, ob Blackbeard das überhaupt mitbekommen hat. Mhm. Aber nicht, denke ich.
Ja, das ist auf jeden Fall so eine Sache, die wird kommen. Green Bull wird da auch noch eine Rolle spielen. Denke ich auch. Eine letzte Sache habe ich noch. Das hatten wir in unserem anderen Video, wenn ihr das anschauen wollt. 30 Minuten lang könnt ihr uns zuhören, was unsere Lieblingscharaktere sind. Und mein Favorite Number One, Achtung, ich spoiler jetzt. Das war Bartolomeo, der Kannibale. Der ja in der Flotte von Ruffy ist und tatsächlich Shanks Territorium angegriffen hat und seine Flagge verbrannt hat. In der Zwischenzeit haben wir mitbekommen, dass Shanks davon Wind bekommen hatte. Ben Beckman hat ihm, glaube ich, damals das gemeldet und hat gesagt, hier, pass mal auf, einer von deinem Kumpel, dem Strohhut, macht da ein bisschen Stress in einem unserer Territorien. Das können wir ja gar nicht so einfach durchlassen. Weil so, er sollte ja wissen, was seine Leute machen und die auch ein bisschen unterm Zaum halten. Und das ist nämlich da, wo man halt auch wirklich sagen muss, auch wenn Ruffy die offiziell nie angenommen hat, die Flotte, weil sie ihm einfach freiwillig folgen, ja, er hat jetzt quasi diese Verantwortung, er muss sich um diese Bande kümmern, was die machen in seinem Namen, weil Bartolomeo hat die Flagge gehisst von Strohhut und hat die von Shanks verbrannt. Und ich glaube, Bartolomeo hat mittlerweile auf die Fresse bekommen und sitzt wahrscheinlich auf Elbaf und ist Gefangener von Shanks. Shanks wird einen Grund haben, warum er sagt zu Ruffy, ey, komm mal vorbei, wir müssen mal was regeln. Und hat den Typen wahrscheinlich dann am Ende da sitzen und die Strohhüte müssen als nächstes eh nach Elban. Nach Eckett wird Elban kommen. Ist so, Punkt. Und wer wartet da noch? Sauro, Kid und Killer sind auch noch platt. Nur die Frage ist, wie kommen sie da raus? Weil ich glaube nicht, dass Shanks jetzt noch da runterkommt nach Eckett. Nee. Der hat gerade da oben alle Hände voll zu tun. Und dann so eine der krassesten Dinge, wo ich mich frage, warum das jetzt noch nicht kam und was kommen wird. Die Flotte von Ruffy wird jetzt gezeigt werden müssen. Wir haben im Reverie-Vorfall hatten wir jetzt nochmal das Sai und wie heißt der Kleine von den Dings? Von den Tontatas. Mhm. Wie ist der Theo? Warte. Egal. Auf jeden Fall hatten damals Sai und der Leo. Leo, genau. Sai und Leo von den Tontatas. Die haben sich vor der Reverie offiziell dazu bekannt, Mitglieder von Strohhuts Flotte zu sein. Das ist auch nicht ein Satz. Denkt dran oder lässt solche Dinge nicht einfach ohne Grund fallen. Das hat den Grund, dass man wieder mal hier oben einschaltet und sagt, oh shit, der hat ja eine Flotte. Wir haben die Sache mit Bartolomeo gehabt, wo Shanks drauf aufmerksam geworden ist. Die zwei haben sich jetzt bekannt dazu und man hat zwischendurch in der Coverpage immer wieder gesehen, dass Olympus auch mega Trouble gemacht hat auf der neuen Welt und da auch richtig krass Strohhut vertreten hat. Also der hat auch richtig was auf dem Kasten. Der ist nicht nur so ein Lappen. Der mit seinen 5000 Mann allein schon hat da richtig was gerissen. Ich hoffe und ich glaube, dass die Flotte sich noch jetzt abspricht und auch noch auf den Egghead Island kommt. Dann haben wir da drei ganz, ganz große Player. Wir haben die Blackbeard-Piraten. Oh, warte, vier. Die Weltregierung und Marine, die da kommt. Dann haben wir die Revos und Ruffys komplette Partei. Das wäre der ultimative Clash. Es muss größer werden als der Piratenkrieg, hat Oda gesagt. Also können wir uns darauf einstellen, dass es einen richtigen Wars, ein All-Out-War gibt. Wenn das vier Parteien sind, Leute. Oha. Ich meine, die Revos könnten ein bisschen Seite an Seite mit den Strohhüten kämpfen. Das heißt, zwei Parteien sind im Team. Aber Blackbeard und genauso die Weltregierung mit der Marine auf der anderen Seite, da haben alle schon alle Hände voll zu tun. So, sagt uns, was ihr dazu haltet. Schreibt bitte in die Kommentare. Wir sind echt happy, wenn wir so ein bisschen drüber reden können, über unsere Gedanken. Und vielleicht hören wir unsere Gedanken später bei anderen YouTubern auch mal. Und vielleicht haben die ähnliche Gedankengänge. Es wäre sehr interessant zu sehen, was die anderen denken. Bis dahin, schaut unsere anderen Videos an. Wir haben jetzt ein bisschen mehr gemacht in letzter Zeit. Von daher, schaut rein und bis dahin bei All Brew Review. Tschüss.